Als erstes, wenn du sehr oft mit deinem Kind schimpfst oder das anschreist, hör bitte auf damit. Ich weiß, es ist einfacher zu sagen als zu machen, aber es ist super beängstigend für Kinder, wenn wir Erwachsene die Kinder anschreien. Du weißt, dass du deine kleine Schwester nicht an den Haaren ziehen darfst. Wie oft muss ich dir das sagen? Alleine die Größenunterschiede. In Augen der Kinder sind wir Giganten. Wir hängen so über dem Kind und schreien auch dabei laut. Wir sind immer kompetenter, wir wissen viel mehr, wir haben immer Antwort auf alles. Plus unsere Größe, das motiviert das Kind nicht, sondern entmutigt, macht es kleiner. Und wenn du das oft tust, bitte versuch aufzuhören. Und wir kommen gleich zu dem nächsten Punkt, wie wir das erzielen können. Aber zuerst lass mich bitte kurz vorstellen. Mein Name ist Nadja und ich bin die Mama von 2 Kindern, die ich leidenschaftlich versuche, nach Montessori zu erziehen. Auf diesem Kanal findest du Videos zum Thema positive Disziplin und Kindererziehung, Montessori-Pädagogik und Erziehung zu Hause sowie Baby- und Kleinkindförderung. Wenn du Interesse hast zu erfahren, welche Fehler bei der Kindererziehung du nicht machen solltest, bleib dran, zum Schluss werde ich die wichtigsten Tipps sagen. Als zweites, deine Übermacht als kompetenten Erwachsenen, den großen kompetenten Erwachsenen, kannst du aber auch auf dem positiven Weg nutzen. Nutze stets deine ruhige Stimme, sogar in den Momenten, wo du einfach brüllen möchtest. Ich weiß, es ist wiederum leichter gesagt als getan, aber ich habe ein paar Tipps, wie du das erzählen kannst. Und wenn du das machst, wirst du sehen, wie die Kinder das Verhalten ändern, wenn du ständig deine ruhige Stimme nutzen. Und das wird dich motivieren, weiterzumachen. Als Tipps, um die ruhige Stimme zu nutzen und sich immer stetig dran zu erinnern, empfehle ich überall im Haus, zu Hause, vielleicht im Auto, Post-its zu machen, wo du schreibst, ruhige Stimme. Du kannst auch Erinnerungen auf deinem Handy einstellen, damit du während des Tages erinnert wirst, deine ruhige Stimme zu nutzen. Und wenn du aufgeregt wirst und die Kinder machen, was sie nicht machen sollen und du möchtest wieder brüllen, vielleicht siehst du dieses Post-it oder siehst du die Erinnerung, was du auf deinem Handy bekommst und kommst wieder zu sich. Vielleicht brauchst du ein paar Atemzüge zu machen. Vielleicht brauchst du sogar aus dem Zimmer rauszugehen. Es ist alles okay, aber du wirst dann nicht laut sein. Als nächstes empfehle ich dir, das Tempo deiner Stimme zu ändern, leise und ruhiger zu sprechen und langsamer. Dadurch wirst du auch entsprechend ruhiger sprechen. Ja, ihr merkt sogar jetzt, wenn ich einfach leise und langsamer spreche, wird meine Stimme ruhiger. Ich bin ja ein bisschen hippelig mit der Stimme. Ich möchte auch ein bisschen mehr Tipps geben und schneller reden, weil ja, ich möchte nicht deine Aufmerksamkeit verlieren oder Zeit von dir zu nehmen. Deswegen rede ich manchmal schnell und vielleicht hitzig. Aber mit den Kindern ist es super wichtig, langsamer, ruhiger und dadurch wird die Stimme automatisch ruhiger. Und zuletzt, rede mit einem kleinen Lächeln. Wenn du Lächeln hast, ist es super schwierig, mit dem Lächeln zu brüllen. Und wenn du ständig kleines Lächeln hast, vielleicht wird deine Stimme einfach automatisch ruhiger, freundlicher, leiser, sanfter und dadurch wirst du entsprechend dein Tempo und die Stimme reduzieren und mit den Kindern respektvoll kommunizieren und dadurch etwas leiser sein. Für mich ist es auch super schwierig. Ich nutze diese Tipps jetzt seit einer Woche und versuche dran zu bleiben. Wir wollen die Kinder motivieren, wir wollen die Kinder ermutigen. Dafür müssen wir entsprechend die Umgebung schaffen. In der Umgebung, wo die Kinder selbst tätig werden können. Wenn die Kinder selbst tätig sind, werden sie auch automatisch selbstständig. Wenn wir die Umgebung schaffen, wo die Kinder überall drankommen, wenn sie in der Küche sind, sie können ihre eigenen Teller rausholen, ihr eigenes Glas. Sie können sie selbstständig entsprechend Tisch decken. Sie kommen dran, sie können Tisch decken. Wenn wir zu Hause im Schlafzimmer, im Kinderschlafzimmer einen Schrank hinstellen, wo die Kinder selber drankommen, entsprechend können sie ihre Kleidung einräumen, ausräumen, die können sie selbstständig anziehen und entsprechend ist es sehr wichtig, die Umgebung so zu schaffen, dass die Kinder maximale Selbstständigkeit erreichen können. Wofür ist das gut? Ihr kennt im Montessori-Leitsatz, hilf mir, es selbst zu tun. Das ist etwas, was die Kinder selber sich wünschen. Die Kinder wollen selbstständig sein. Sie sind in dieser Welt geboren, wo sie am Anfang gar nichts machen können, ohne Eltern. Sie sind sehr hilflos
Und mit der Zeit erobern sie die Selbstständigkeit und das ist, wonach sie ständig streben. Das ist ein innerer Bauplan, was sie haben, unabhängig von Erwachsenen zu sein. Und wenn du deinem Kind hilfst, Unabhängigkeit zu erlangen, Selbstständigkeit zu erlangen, wird dein Kind im Umkehrschluss Selbstvertrauen haben. Wird dein Kind im Umkehrschluss motiviert sein, Sachen auch selber anzupacken, selber anzugehen und Gefühl haben, ich kann das. Auf diesem Kanal findest du ganz viele Videos, wie du solche Umgebung zu Hause schaffen kannst. Ich habe sogar eine kleine Playlist, das werde ich links verlinken, wo du siehst, wie du die Umgebung im Kinderzimmer, im Wohnzimmer, in der Küche, im Bad für dein Kind so gestaltest, dass dein Kind maximale Selbstständigkeit erlangen kann. Anstatt dem Kind ständig zu sagen, was es zu tun hat, das Kind hört das ständig. Ja? Vor allem je kleiner die Kinder sind, umso mehr hören sie das, diese Anleitungen von uns. Versuche das Kind in die Entscheidungen einzubeziehen. Damit die Kinder motiviert sind, irgendwas zu machen, damit sie ermutigt werden, brauchen sie dieses Gefühl von Aufmerksamkeit und Bedeutung. Und das sollen wir denen schenken. Das Gefühl der Autonomie machen wir, indem wir eine Umgebung schaffen. Das haben wir besprochen. Das Gefühl der Bedeutung geben wir dem Kind, indem wir das Kind in die Entscheidungen einbeziehen. Zum Beispiel, du fragst das Kind, was sollen wir als nächstes tun? Sollen wir mit dem Lego spielen oder ein Buch lesen? Wie willst du deine Pasta haben? Mit Tomatensauce oder mit dem Käse? Welches Shirt gefällt dir? Möchtest du dieses Shirt kaufen mit dem Dino oder das Shirt mit dem Auto? So gibst du dem Kind das Gefühl der Macht, der Bedeutung. Das Kind kann auch in diese Entscheidungen involviert sein und selbst entscheiden. Natürlich sollen die Entscheidungen angemessen sein, seinem Alter, je nachdem wie alt das Kind ist. Und natürlich sollst du auch nicht sehr viele Alternativen anbieten und nicht open-ended questions stellen oder das Kind gibt dir die Antwort, die dir nicht passt. Deswegen wichtig ist, die Antworten von dem Kind zu begrenzen, ja, auf zwei Alternativen. Wenn das jetzt noch ein Baby ist, nonverbal und noch nicht sprechen kann, kannst du auch das Baby involvieren, einzubeziehen. Das wird echt denken, wow, ich habe hier echt Bedeutung. Du kannst dem sagen, als nächstes werden wir jetzt deinen Windel wechseln. Hier habe ich solche Höschen und solche Höschen. Das kannst du auch deinem Baby zeigen. Und manchmal nicken die Babys zu, sie möchten dieses anziehen oder dieses anziehen. Es gibt ein tolles Konzept, Rye. Vielleicht mache ich ein Video dazu, wie man das Baby auch respektvoll behandelt und welche alternative Wege gibt es, dass man nicht mit dem Baby irgendwas tut, ohne dem Baby das zu sagen, sondern mit dem Baby kommuniziert von Anfang an und sehr respektvoll. Versuche deinem Kind diese Bedeutung zu geben, die Macht zu geben. Das Kind wird motivierter sein und das Kind wird kooperativer sein. Und wenn du gerade Anweisungen erteilen möchtest, dann versuche respektvoll zu sein, genauso wie du zu einer Freundin sein würdest oder zu einem Freund. Würde das für dich funktionieren, wenn wir in 10 Minuten essen? Erwarte nicht, dass das Kind gerade alles stehen und liegen lässt und das tut, was du tun möchtest, was du von ihm möchtest. Wenn wir essen gehen, vielleicht eine kleine Vorwarnung wird schon sehr gut sein. Und denke nicht, dass, oh, die sind ja zu klein, um das zu verstehen, auch wenn es ein zweijähriges Kind ist. Ist es toll, wenn man sich schon ganz früh damit übt, respektvoll zu sein und das Kind so zu behandeln wie ein Erwachsener. Und kleines Timer ist auch sehr toll für ganz kleine Kinder, wenn man irgendwie auf dem Spielplatz ist oder unterwegs ist und diese Übergänge hat, jetzt vom Spielplatz nach Hause gehen soll. Die wollen natürlich nicht, die haben Spaß. Von daher ein kleines Timer als Erinnerung zu sagen, okay, in 10 Minuten müssen wir wirklich nach Hause gehen und wiederum können wir Alternativen anbieten. Möchtest du nochmal Klettergerüst nutzen oder schaukeln? Anstatt nein, das darfst du nicht machen, sag, was die machen sollen. Ich habe ein Video mit der tollen Übung gemacht. Ich werde das hier verlinken, wo du da üben kannst und versuchen kannst, mit nein die Sachen umzusetzen, was wir oft unseren Kindern sagen, nein, das darfst du nicht. Es ist viel schwieriger, sich zu überlegen, was man nicht machen darf, anstatt zu überlegen, was man machen darf. Anstatt zu schreien, nein, du kletterst nicht auf den Stuhl, die Füße bleiben auf dem Boden. Nein, du rennst hier nicht rum. Wir laufen jetzt sanft und leise zur Garderobe. Die Katze mag es sanft gestreichelt zu werden. Und so weiter.
in die positive umformulieren, anstatt negative Befehle zu erteilen. Und du wirst sehen, dass die Atmosphäre viel besser sein wird. Und als nächster Punkt, wenn du die Kinder ermahnst, nicht nur das in positive zu formulieren, sondern auch zu denen zu kommen. Oft ist es so, dass wir durch die ganze Wohnung rumschreien und wollen, dass das Kind vielleicht Fernseher ausmacht oder nicht so laut schreit und schreien selber. Manchmal macht man was in der Küche und schreit durch die ganze Wohnung, hey, hört auf, seid bitte leise, kenne ich sehr gut. Ja, das hilft wenig. Wichtig ist auch, zu dem Kind zu kommen, auf sein Niveau runterzugehen, in die Augen zu schauen und zu sagen, was du möchtest. So wird dein Kind dich wirklich hören. Wie du das Kind sehr ermutigen kannst, ist, wenn du dem Kind die Sachen zumutest. Manchmal Eltern bremsen selber ihre Kinder oder muten denen die Sachen nicht zu, was sie eigentlich schon können. Wenn wir aber diesen Freiraum schaffen, die Umgebung ist da und wir uns mit Kommentaren zurückhalten, einfach schauen, was passiert. Die Kinder werden dich überraschen, die können viel mehr, als man manchmal denkt. Und vor kurzem hatte ich wieder diese Situation, wo eine junge Mutter gesagt hat, oh nee, nein, meine Tochter ist noch zu klein, um mit dem Löffel zu essen, obwohl die bereits 12 Monate alt war. Sage ich, probier das mal aus, gib diesem Kind das Löffel und schau, was passiert. Meistens werden die Kinder darauf zugreifen und die werden versuchen. Man soll natürlich die Erwartungen runterschrauben und nicht denken, jetzt nimmt dein Kind Löffel in die Hand und wird sehr sauber essen. Natürlich wird es nicht passieren. Da musst du auch entsprechend die Umgebung schaffen. Wir haben solche feste Lätzchen genutzt, die sehr easy zum Reinigen sind und die kann man mehrmals am Tag nutzen. Und entsprechend wird die Kleidung geschont und das Kind kann aber üben und mit dem Löffel essen. Und bereits ein 6 Monate altes Baby kann Löffel in der Hand halten und anfangen zu üben. Deswegen ist es wichtig, dem Kind die Sachen zuzumuten, die Kinder nicht zu begrenzen und die Grenzen, die man vielleicht selber hat, den Kindern nicht aufzusetzen. Wichtig ist auch, kleine Aufgaben zu geben, je nach dem Alter des Kindes. Kann das Kind einiges zu Hause übernehmen und kleine Tätigkeiten erledigen. Ein Dreijähriges kann auch Spielmaschine ausräumen, natürlich mit deiner Unterstützung. Ein Vierjähriges könnte Staub wischen und vielleicht Müll rausbringen, ja, wenn es eine kleine leichte Tüte ist. Ein Fünfjähriges kann auch vielleicht eigene Wäsche starten, Waschmaschine beladen und entladen. Und dir auf jeden Fall helfen, die Wäsche zusammenzulegen und einen eigenen Schrank einräumen. Dafür haben wir den Schrank in seine Größe. Von daher ist es wichtig, auch die Kinder zu involvieren und denen die Aufgaben zuzumuten und Vertrauen zu haben, dass sie das schaffen. Und wenn wir den Kindern vieles zumuten, im Umkehrschluss werden sie selbstständiger, die werden auch Vertrauen in sich selbst aufbauen und Meister sich selbst sein. Merke das Positive in dem Kind. Und das ist ziemlich schwer. Unser ganzes Schulsystem ist anders aufgebaut. Wir merken immer das Negative, wir merken immer die Fehler, wir merken immer etwas, woran wir arbeiten sollen, was wir ausbessern sollen. Und da muss man sich einfach in Gedanken umswitchen und nur das Positive bemerken und auf jeden Fall laut sagen. Wenn du merkst, dein Kind spielt super mit dem Babyschwester, sag das ruhig und sag das laut. Wow, heute hast du so toll und friedlich und liebevoll mit deiner Schwester gespielt. Und wenn das Kind zu viel Negatives macht, vielleicht soll man dann kurz mal Auge zudrücken, wenn es geht natürlich, wenn das Kind niemandem schadet. Nicht sich darauf fokussieren, was das Kind macht, was Negatives oder was es nicht macht, sondern darauf Fokus zu legen, was es Gutes macht. Und versuch mal für einen negativen Kommentar 5 positive Kommentare abzugeben. Und denk dran, die Kinder brauchen Aufmerksamkeit. Und sie bekommen lieber negative Aufmerksamkeit als gar keine Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn du denen die Aufmerksamkeit nicht schenkst, werden sie sich so verhalten und das Verhalten so ändern, dass das Kind auch negative Aufmerksamkeit bekommt. Weil dann kommst du angerannt, wenn das Kind das Babyschwester an den Haaren zieht, wirst du natürlich da sein und du wirst diesem Kind Aufmerksamkeit schenken. Deswegen versuch mal proaktiv zu sein und die Sachen zu bemerken, die das Kind toll macht. Und manchmal rauben wir aber die Kinder von
deren eigenen Erfahrungen. Und wir versuchen, alles auf dem Teller zu servieren und über alle Fehler zu berichten, so dass die Kinder bloß keine Fehler machen. Und manchmal ist es eigentlich gut, wenn die Kinder Fehler machen. Und das sollen wir denen erlauben und die Möglichkeit geben, diese Fehler zu machen. Weil erst dann werden sie wirklich aus diesen Fehlern lernen. Wenn es ein größeres Kind ist und wir ständig nicht daran erinnern, vergiss nicht, deine Schuhe mitzunehmen. Morgen hast du Sportunterricht. Und morgen kommt das Kind zur Schule und hat wirklich die Schuhe vergessen. Dann sollen wir diese Konsequenz zulassen. Und nächstes Mal wird das Kind wirklich an diese Schuhe denken, weil an dem Tag hat er keine Schuhe gehabt und an dem Tag konnte er nicht trainieren. Er wird sich das viel mehr und viel schneller merken, als wenn wir ständig das Kind daran erinnern. In Montessori, die Kinder trinken aus Glas, die haben echte Gläser, auch ganz kleine Kinder. Und normalerweise, wenn die Kinder Plastikbecher haben und die trinken Plastikbecher, vor allem wenn sie ganz klein sind, normalerweise wird diese Plastikbecher auf den Boden runterfallen. Was lernen die Kinder daraus? Eigentlich nichts, sie lernen nichts. Wenn sie aber ein Glasbecher oder Glas in der Hand hat und runterschmeißen, das Glas geht kaputt, die lernen dabei, aha, die Glasware ist zerbrechlich. Montessori wird ganz früh den Kindern Porzellan, Glas, eigentlich gibt es kein Plastikgeschirr. Die Kinder lernen ganz früh und ganz schnell. Wir trauen das denen zu und sie gehen ganz vorsichtig später mit diesen Sachen um. Darum wichtig ist, den Kindern zu erlauben, Fehler zu machen, daraus zu lernen, die Konsequenzen zu haben, Erfahrung zu machen und die Schlussfolgerung selber zu ziehen und zu verinnerlichen. Wenn du deine Kinder mit Stickers oder irgendwelche Belohnungen ermutigen möchtest, kann ich dir leider sagen, dass es kein guter Weg ist, das Kind zu motivieren. Vielleicht kurzfristig wird dein Kind motiviert sein. Bereits ganz kleine Kinder werden vielleicht mit M&M's belohnt, wenn sie mal aufs Töpfchen gehen. Für ältere Kinder, wenn sie die Hausaufgaben gemacht haben, bekommen sie vielleicht schon 1 Euro in die Spardose. Die Frage ist, wie weit werden die Kinder motiviert sein? Welche Motivation das ist. Ist es eine innere, intrinsische Motivation oder ist es eine äußerliche Motivation, die von uns verursacht wird? Und wozu führt diese Motivation? Darüber rede ich in dem nächsten Video. Wenn du das nicht verpassen möchtest, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Wir sehen uns. Tschüss.